So, willkommen zu meinem Lesemonat Januar 2019. Der erste Lesemonat in diesem Jahr. Und er war für mich ein ziemlich erfolgreicher Lesemonat, also das war wieder ein sehr guter Start ins neue Jahr. Und zwar habe ich insgesamt 12 Bücher gelesen, wobei zwei, mehr so Kurzgeschichten waren. Aber tatsächlich habe ich noch insgesamt 4483 Seiten gelesen. Das macht ungefähr 145 pro Tag. Ein bisschen was von den Büchern habe ich auch noch letztes Jahr gelesen, aber ich zähle das ja immer erst zu dem Monat dazu, wo ich die beendet habe. Also von daher halt der Januar. Ja, ich habe insgesamt 12 Bücher gelesen. Davon waren 9 Stück vom Sub gewesen. Ich habe allerdings auch 14 Bücher gekauft. Davon waren allerdings nur 5 Stück Subbücher. Der Rest waren tatsächlich größtenteils irgendwelche Schmuckausgaben. Naja, auf jeden Fall konnte ich meinen Sub reduzieren um 4 Bücher und zwar auf 343. Ziel dieses Jahr ist ja für mich, unter die 300 zu kommen. Und dafür ist auch schon mal ein guter Anfang. Genau, von den Formaten her waren die meisten natürlich wieder Hardcover, weil das sind die meisten Bücher auf meinem Sub. Ich habe aber auch ein Taschenbuch, ein E-Book gelesen und 2 Hörbücher gehört. Sprache war sehr ausgewogen, ich habe 6 deutsche und 6 englische Bücher gelesen. Und von den Bewertungen her haben die meisten 4 Sterne gekriegt, wie meistens so, aber ich habe tatsächlich 2 5-Sterne-Bücher dabei und 2 3-Sterne-Bücher. So gesehen war das ein hervorragender Monat. Und ich fange mal mit dem dicksten Buch von diesem Monat an, und zwar Queen of Air and Darkness von Cassandra Clare, der dritte Teil der The Dark Artificials-Reihe. Das war ein ziemlicher Bopper, der hatte über 800 Seiten und den hatte ich im Dezember angefangen, also gegen Ende Dezember, und hatte noch die Hoffnung, dass ich es vielleicht im Dezember ausgelesen kriege, aber es war einfach zu viel. Ich habe, glaube ich, die Hälfte oder was davon im Dezember noch gelesen und die andere Hälfte dann halt im Januar zu Ende gelesen. Macht aber nichts. Ich fand das Buch sehr gut, obwohl es wirklich lang war. Und ich fand, das war auch schon wieder so ein bisschen mein Kritikpunkt, wie an einigen von Cassandra Clares Büchern. War das Ende so halb offen mit, wie ich finde, der Vorbereitung, also der Einführung von Charakteren für eine neue Serie. Ich habe auch irgendwann gehört, es soll tatsächlich nochmal eine Folgeserie, also zeitliche Folgeserie von dieser Serie geben. Obwohl Cassandra Clare gerade erstmal halt diese Trilogie The Last Hour schreibt, die halt zwischen der Clockwork-Reihe und der City of-Reihe spielt. Also da werden wir noch eine Weile drauf warten können. Dementsprechend haben wir jetzt eine Vorbereitung für eine Geschichte, die wir wahrscheinlich in den nächsten 3 Jahren nicht zu sehen kriegen. Hat mir bei City of Heavenly Fire auch schon ein bisschen gestört, weil da war ja auch das halbe Buch Vorbereitung für The Dark Artificials. Weiß ich nicht. Das ist nicht so ein... Gefällt mir nicht so gut. Also man kann ja durchaus Charaktere einführen, aber die Charaktere nehmen hier schon einen Großteil der Geschichte ein, ohne dass deren Geschichte quasi wirklich vorankommt oder weitergeführt wird oder gar zu Ende geführt wird. Das fand ich hier ein bisschen doof. Aber nichtsdestotrotz fand ich das einen gelungenen Abschluss und bin ganz glücklich, dass ich die Geschichte zu Ende gelesen habe. Aber meine Lieblingsreihe wird das trotzdem nicht, muss ich ehrlich sagen. So, dann habe ich gelesen ein etwas kleineres Büchlein, und zwar Die Geschichte der Zitrone von Joe Cotterill. Das ist ein kleines Buch aus dem Königskinder Verlag. Ja, ich habe halt gedacht, weil ich mir halt vorgenommen habe, meinen Königskinder Verlag Sub und meinen Drachenmond Verlag Sub sozusagen abzubauen dieses Jahr, habe ich das gelesen. Das war ja auch ein relativ kurzes Büchlein, da habe ich gedacht, das kann ich mal eben zwischendurch einschieben. Das ist tatsächlich besser gewesen als gedacht. Also ich habe den ganzen 4 Sterne gegeben. The Queen of Air and Darkness hat auch 4 Sterne gekriegt. Das geht eigentlich um ein kleines Mädchen, die mit ihrem Vater alleine wohnt, weil die Mutter gestorben ist, vor einiger Zeit schon.
Und ja, sie hat eigentlich keine Freunde, sie vergräbt sich in ihre Bücher und liest sehr viel, aber dann kommt ein neues Mädchen an die Schule und das möchte sich mit ihr anfreunden und das passiert dann auch und ja, sie bekommt quasi ein anderes Familienleben sozusagen gezeigt durch ihre Freundin, die hat dann auch noch einen Bruder und zwei Eltern und sie ist halt mit ihrem Vater ganz alleine. Genau, und dann kommen halt so ein bisschen also so ein bisschen die Unterschiede zutage, wie die beiden Kinder leben und warum das so ist und was für Probleme eigentlich dahinter stecken. Und das hat auch ein ziemlich ernstes Thema dann im Endeffekt. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt eigentlich so geschrieben wie für Kinder. Also so ein bisschen einfacher geschrieben. Fand ich echt nicht schlecht, fand ich also gut geschrieben. Die Geschichte ging mir auch sehr nahe. Wobei ich mich hier immer frage, ob das wirklich Geschichten für Kinder sind. Also gerade diese kleinen Königskinder-Verlagsbücher sind ja mehr so wirklich für Jünger. Also die Hauptperson ist auch, keine Ahnung, wie alt sie ist, 9, 10 oder sowas. Weiß ich nicht. Also dafür finde ich die irgendwie dann doch zu ernst und zu deprimierend. Ja, also für alle, die ihren Kindern ernste, deprimierende Bücher vorlesen möchten oder halt für Erwachsene, die sich auch gerne mit ernsten Themen beschäftigen, ist das durchaus geeignet. Und dann habe ich mal ein bisschen was von meinen 19 für 2019 abgearbeitet, unter anderem von Maggies Stiefvater Lamento im Bann der Feenkönigin. Das ist der erste Teil einer Dilogie. Ja, die hat sie auch, glaube ich, vor ihrer Raven Boys-Reihe geschrieben und so ist das schon ein bisschen älter. Ja, also da geht es halt um Feen. Also ich muss sagen, also man merkt so ein bisschen ihren Schreibstil schon an der Geschichte, der eigentlich auch sehr, ja, poetisch, fantasievoll ist, so ein bisschen in die Richtung. Das fand ich eigentlich nicht schlecht. Andererseits fand ich die Geschichte so semi-gut. Also es ist sehr viele Jugendbuch-Klischees, die hier auftauchen. Ja, also vom Insta-Love über Love Triangle über, ja, keine Ahnung, halt den super mysteriösen Jungen, die böse Königin und eine Hauptperson, die halt irgendwelche besonderen Fähigkeiten hat, die dann halt auch so ein bisschen vom Himmel fallen. Also ich fand, das war noch zu schlecht. Also ich schätze, die Ravenboy-Reihe ist da schon wesentlich origineller so. Und also für mich war es tatsächlich ein durchschnittliches Jugendbuch so von der Geschichte her. Und ich finde auch viel Hintergrund wurde auch gar nicht aufgeklärt. Also das ganze Feenreich wird angedeutet. Auch die Feen werden halt ein paar sozusagen näher vorgestellt. Aber wie das ganze Reich jetzt wirklich funktioniert und wie es aussieht und keine Ahnung. Also ich meine, es hat noch einen zweiten Band, aber der ist auch nicht viel dicker. Weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt so viel mehr Informationen eingeben. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wenn ihr die ganze Reihe gelesen habt, wie ihr die fandet und ob es sich lohnt, den zweiten Band zu lesen, weil ich bin eigentlich am Überlegen, das Ganze nach dem ersten Band bewenden zu lassen. Das ist auch relativ abgeschlossen, also man kann das so als Ende hinnehmen. Ja. Also das hat tatsächlich 3 Sterne von mir gekriegt, glaube ich nur. Ja, dann habe ich noch ein bisschen weiter Lieber Du gelesen. Unter anderem habe ich eine Kurzgeschichte gelesen, und zwar The Demon in the Wood. Kann ich euch hier auch nicht zeigen als E-Book. Die hatte auch nur 30 Seiten. Es war so eine Kurzgeschichte über sozusagen die Kindheit des Darklings. Also, ich weiß nicht, ich habe die Geschichte auf Englisch gelesen. Heißt der im Deutschen auch Darkling? Keine Ahnung, also den bösen Obermotz sozusagen aus den ersten, also aus allen Bänden eigentlich. Ja, die fand ich nicht schlecht, auch sehr erhellend irgendwie so für die Geschichte, aber es war jetzt nicht unbedingt, was man jetzt unbedingt gelesen haben muss. Also, wenn ihr einen Darkling-Fan
Fan seid, also ein Fan von der Reihe, der Grisha-Reihe von Nibandogo und halt ein Fan speziell von dem Charakter der Darkling, könnt ihr das lesen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und dann habe ich noch ein weiteres Buch aus dem Grishaverse gelesen, und zwar The Language of Thorns, Midnight Tales and Dangerous Magic. Das sind sozusagen Märchen aus der Grisha-Welt. Also, ja. Also ich fand diesen Märchencharakter sehr gut, ich fand die Geschichten auch größtenteils sehr gut und sie sind allerdings sehr düster. Ein paar erinnerten auch so an richtige, also an Märchen aus unserer Zeit. Also unter anderem war eine Geschichte dabei, die hörte sich irgendwie so fast 1:1 an wie der Nussknacker. Aber okay, ja, also die Geschichten sind durchaus ein bisschen düsterer, eine war auch ein bisschen eklig, fand ich. Aber was ich auf jeden Fall auch grandios fand, waren die Illustrationen. Ja, die wachsen quasi mit jeder nächsten Seite mit. Und, da müsst ihr unbedingt drauf achten, wenn ihr euch das durchliest, sie verändern sich auch teilweise. Also das fand ich wirklich spannend. Also das fand ich echt gelungen. Also das hat bei mir, glaube ich, auch 4 Sterne bekommen. Also das kann ich durchaus weiterempfehlen. Und weil ich gerade so schön da drin war. Nein, also das Buch habe ich durch hier schon eine ganze Weile auf meinem Sub. Und zwar das Lied der Krähen von Nibandogo. Weil ich das tatsächlich vor der Grisha-Reihe mir schon geholt hat, weil es ja auch sehr gehypt ist. Und ich wollte aber die Grisha-Reihe vorher lesen. Ich habe es tatsächlich geschafft, diese zu beenden, letztes Jahr im Dezember endlich. Und ja, konnte dann endlich hier einsteigen. Und ich muss echt sagen, mich hat das schwer begeistert. Ich war jetzt so ein bisschen, ja, ernüchtert sozusagen nach der Grisha-Reihe, weil ich die Grisha-Reihe echt nicht so toll fand. Also da war viel, also die Hauptperson, also die beiden Hauptpersonen, also die weibliche und der männliche, den Namen schon mal vergessen, Alina und Mel, fand ich beide so, naja. Also mein Lieblingscharakter aus der ganzen Reihe war Nikolai und der Darkling als Bösewicht war noch ganz interessant, aber alle anderen Charaktere waren mir irgendwie alle meh. Weiß ich auch nicht, also die waren halt irgendwie ein bisschen doof. Und ja, aber hier muss ich sagen, hat sie tatsächlich das Wunder geschafft, interessante Charaktere zu schreiben. Und zwar eine ganze Menge. Also diese ganze, das ist ja so ein bisschen wie Ocean's 11, also diese ganze Gruppe an ja, außergewöhnlichen Personen, die halt auf diesen Raubzug in Anführungsstrichen gehen mit Cass. Ja, als Führer, sie waren alle sehr spannend. Und das ist auch sehr gut gewesen, weil auch viele Kapitel eigentlich quasi Rückblenden aus dem Leben der einzelnen Charaktere waren. Also die Hälfte des Plots bestand wirklich aus dem Leben der einzelnen Charaktere. Also ein bisschen, also die Hälfte der Story ging halt um den jetzigen Plot, also wie die sich halt aufmachen und halt die Aufgabe versuchen zu erfüllen, die sie sich halt da irgendwie ja, gesetzt haben. Aber die Hälfte der Zeit kriegen wir halt Rückblenden von den einzelnen Charakteren und deren Vorgeschichte und deren Beziehung untereinander. Und deshalb war es hier auch sehr wichtig, dass die Charaktere interessant sind, weil sonst hätte man sich wahrscheinlich zu Tode gelangweilt. Und das hat sie aber hier geschafft, wo ich ganz erstaunt bin. ja, was ich hier auch noch zu sagen kann, ist, also das Hörbuch fand ich auch sehr gut. Der Sprecher hat das sehr schön gemacht. Und ja, also jetzt vielleicht noch zu dem Punkt, ob man die Grisha-Reihe vorher gelesen haben muss oder nicht. Also für den ersten Band definitiv nicht, weil das spielt eine ganze Weile nach der Grisha-Reihe und das spielt auch in einem Ort, also auf einer Insel sozusagen, größtenteils, die auch in der Grisha-Reihe irgendwie gar nicht vorkam. Also das Einzige, wo mir es wirklich mal was aufgefallen ist, ist halt, als es um die Vergangenheit einer der Protagonistinnen ging, die halt aus Hrafka kam, also da, wo die erste Trilogie spielte, und die eine Grisha ist und die quasi einzelne Charaktere aus der Grisha-Reihe in ihrer Vergangenheit kennengelernt hat. Ja. Und die wurden dann einmal namentlich erwähnt. Wow. Ja.
Also was? Also keine Ahnung, wie es im zweiten Band ist, aber das war der einzige Bezug zur Griffelei. Und ich habe gedacht, oh Gott, dafür habe ich mir jetzt durch drei Bände gequält. Aber was lange währt, wird endlich gut. Und ja, das hat er 5 Sterne von mir gekriegt. Das fand ich wirklich großartig. Und ich freue mich auf den nächsten Band, den ich auch als Hörbuch hören möchte. Und eventuell jetzt schon im Februar. Aber schauen wir mal. Denn ich höre noch ein anderes Buch gerade. Und zwar habe ich im Januar NM Sieges von Sabata hier als Hörbuch gehört, auf Deutsch Elias und Laie. Also ich habe es auch auf Deutsch gehört. Ich habe den englischen Band zwar hier, aber ich habe es mir dann auf Deutsch als Hörbuch angehört. Ja. auch da muss ich sagen, das deutsche Hörbuch ist sehr gut vertont mit zwei Sprechern, also einen männlichen und einen weiblichen, was ich sehr gut finde, weil auch das Buch abwechselnd aus der Sicht halt von Elias und Laia geschrieben ist. Deshalb finde ich das sehr gut. Also ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ich muss hier sagen, das war wirklich auch ein Highlight diesen Monat. Das war wirklich spannend von der Geschichte her, wirklich vom Anfang bis zum Ende. Also ich muss echt sagen, also ähnlich auch wie bei Das Lied der Krähen, man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Da passiert auch eine Menge. Also es ist jetzt nicht so. Also ich vergleiche es gerade mit dem Lied der Creme, weil ich es auch so gut fand, aber egal. Also hier geht es tatsächlich größtenteils um Elias und um Laia und ihre einzelnen Schicksale sozusagen. Und ja, die haben beide schon einiges durchgemacht, dafür, dass sie noch relativ jung sind und leben eigentlich beide ein etwas furchtbares Leben. Und ja, bei Laia startet das halt damit, dass. Ja, wie fange ich denn damit an? Das ist wirklich schwierig zusammenzufassen. Also es gibt eigentlich zwei verschiedene Völker in dieser Welt, also einmal die Mazan, die sozusagen die regierende Herrschaftsvölkergruppe sind, und die Kundigen, das sind sozusagen die unterdrückte, versklavte Bevölkerung. Also das ist, sind so halt die Niederen, denen ist auch irgendwie verboten, lesen zu lernen. Ja, und die Mazan haben halt so eine Armee und ja, die sozusagen die Assassinen oder die Obersten dieser Armee sind halt Masken, also sie werden Masken genannt, weil sie auch silberne Masken tragen. Das sind groß halt die besten Kämpfer und größten Meuchler und was weiß ich. Und Elias geht halt auf eine Schule, in der er zu so einer Maske ausgebildet wird. Und Laia gehört zu den Kundigen, die gehört also zu den, ja, zu der Unterschicht in dieser Welt. Und ja, das beginnt damit, dass halt Laias Familie sozusagen angegriffen wird von einer Maske. Und halt anderen Armeeangehörigen. Und sie flüchtet, aber ihr Bruder wird gefangen genommen und in ein Gefängnis gesteckt. Und sie möchte halt ihren Bruder befreien und versucht dann durch eine Rebellengruppe der Kundigen sozusagen, ja, denen irgendwie zu helfen, damit sie ihr helfen, ihren Bruder zu befreien. Das ist so ihr Antrieb und dadurch kommt sie halt nach Schwarzcliff. Das ist diese Schule, wo Elias ausgebildet wird. Und da begegnen sich die beiden. Und ja, das ist sozusagen der Einstieg. Also das ist schon, das passiert irgendwie im ersten Kapitel, so ungefähr. Also es ist wirklich eine ganze Menge Story und eine ganze Menge Plot hier drin, aber auch eine ganze Menge Gefühl. Ich fand die Entwicklung von den Charakteren auch sehr gut. Also sowohl Elias als auch Laia machen eine Entwicklung durch, was ich sehr gut finde. Also meistens bleiben die Charaktere, also sind sie doof am Anfang, bleiben doof oder sie waren gut am Anfang und werden immer döver. Kommt auch vor. Aber nein, die machen beide quasi eine Entwicklung durch, was ich sehr gut finde. Dann gibt es noch andere Charaktere, die im ja, späteren Fortschritt der Geschichte sozusagen mehr Zeit und mehr Gewicht bekommen. Also diese Charaktere weiten sich so ein bisschen aus. Die Welt auch. Also am Anfang ist halt größtenteils Schwarzcliff, aber dann geht das auch noch immer weiter. Das finde ich so vom Aufbau sehr gut und ja, also es wird ja auch die Welt, finde ich, auch gut erklärt. Es wird nicht zu viel Worldbuilding betrieben, aber man hat einen Überblick. Also man versteht, wie die Gesellschaft funktioniert. Man kriegt ein bisschen Hintergrund, man kriegt ein bisschen also Geschichte aus dieser Welt. Man kriegt ja ein bisschen ja, Religion, Mythologie so ein bisschen mit. Auch das finde ich sehr gut gemacht. Also das Worldbuilding fand ich ja auch großartig. Also die Geschichte sehr gut, die Charaktere mochte ich. Das Worldbuilding, also wieder
rundum gelungen. Deswegen hat das auch 5 Sterne von mir bekommen. Und ich bin auch gerade dabei, den Zweitband als Hörbuch zu hören. Und kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Also es waren tatsächlich meine absoluten Highlights im Januar. Also das waren auch die beiden 5-Sterne-Bücher. Ja, dann habe ich noch ein kleines Buch gelesen, und zwar eins von meinen 2019-Büchern. Das war Bob der Streuner von James Bone, die Katze, die mein Leben veränderte. Das ist ja mehr so eine Autobiografie oder so. Also ich glaube, das ist der, ich weiß nicht, ob man mit Hilfe, aber der James Bone hat das selber geschrieben über sich und seine Katze sozusagen. Also er hatte Drogenprobleme und lebte auf der Straße in London. Und die Geschichte fängt damit an, dass er quasi eine Sozialwohnung kriegt. Aber er muss halt irgendwie noch sich über Wasser halten, Geld verdienen. Also er macht das als Straßenmusiker. Und irgendwann läuft ihm halt diese Katze über den Weg, beziehungsweise sie sitzt vor seiner Wohnungstür. Lässt sich nicht abschütteln, sieht auch etwas vernachlässigt aus und er peppelt sie halt auf. Und dann entsteht so eine Beziehung zwischen der Katze und ihm. Und er findet halt bald heraus, dass er halt auch, wenn er mit der Katze sozusagen loszieht als Straßenmusiker, dass die Leute ihn auch wegen der Katze halt auch ansprechen und die Katze halt ein absoluter Menschenmagnet ist. Ja, und aber er hat halt eine sehr innige Beziehung zu der Katze und das fand ich, das kam auch sehr gut rüber. Also der Schreibstil ist sehr, deswegen sage ich, also er wird es wahrscheinlich vielleicht mit Hilfe selber geschrieben haben, ein bisschen holprig, sage ich jetzt mal. Also es gibt auch ein paar Stellen, die sich halt wiederholen. Aber man, das, was man halt mitbekommt, was das Buch wahrscheinlich auch so großartig macht, ist halt diese Beziehung zwischen der Katze und ihm und wie sehr er auch die Katze liebt und auch die Katze ihn quasi mag und auch der Charakter der Katze. Also Katzen haben ja sowieso meistens einen sehr ausgeprägten Charakter. Und das kam hier echt sehr gut rüber. Deswegen war das ein sehr knuffiges Buch. Ist jetzt vielleicht nicht mein Monatshighlight gewesen, aber wegen der Katze, also sehr knuffig. Oh, dann kommen wir mal zu einem der kleineren Bücher, also The Demon in the Wood. War ja auch nur eine Kurzgeschichte und das hat auch tatsächlich ganze 60 Seiten, wobei 30 davon Illustrationen sind. Und zwar Snow White von den Gebrüdern Grimm. Das ist tatsächlich einfach das Originalmärchen sozusagen von den Gebrüdern Grimm mit allen grausigen Einzelheiten, allerdings auf Englisch. Aber es ist halt illustriert von Camille Rose Garcia und ich glaube, es ist eine Frau, die hat halt so einen besonderen Zeichenstil, wie man es hier auch am Cover sieht. Und so gibt es halt noch einige Illustrationen hier drin. Und der Text wurde auch speziell aufgemacht. Es gibt also verschiedene Schriftarten. Ich kann mal gucken, ob ich das zeigen kann. Hier zum Beispiel. Also so ist das Ganze aufgemacht. Fand ich sehr gut. Also es ist auch sehr, sehr dünn. Ich habe es halt wegen der genialen Aufmachung halt mir auch geholt. Aber ich habe es tatsächlich auch komplett durchgelesen. Und ja, wenn man das Originalmärchen kennt, finde ich, passen die Illustrationen teilweise trotzdem zu den Märchen. Die sind halt etwas düsterer, aber das Märchen ist eigentlich auch ein bisschen düsterer. Genau, also das fand ich echt nicht schlecht. So, dann habe ich noch ein sehr niedliches kleines Büchlein gekauft. Und zwar von J.R.R. Tolkien. Der Schmied von Großholzingen. Das und einige andere Kurzgeschichten von ihm sind ja in so kleinen, süßen Hardcovern rausgekommen, die ich wunderhübsch finde. Ich habe halt die Kurzgeschichte gelesen, die ist da drin, von Der Schmied von Großholzingen. Das war so seine letzte längere Kurzgeschichte, die er geschrieben hat in seinem Leben. Und was, das ist nicht alles, was hier drin ist, also das ganze Buch hat fast 250 Seiten. Sieht zwar nicht so aus, aber die Kurzgeschichte selber hat aber ungefähr nur 100 Seiten. Was hier noch drin ist, sind unter anderem Illustrationen zur Geschichte, so Schwarz-Weiß-Illustrationen, die auch, als die Geschichte das erste Mal veröffentlicht wurde, sozusagen dabei waren. Das fand ich ganz knuffig. Die Geschichte selber fand ich ganz knuffig. Wäre jetzt aber nicht unbedingt irgendwie was jetzt mein
Leben verändert hat oder so. Da fand ich teilweise es interessanter, die Hintergrundgeschichte. Also es gibt hier unter anderem Informationen zu den ja, Vortrag sozusagen, bei der Tolkien die Geschichte selber vorgetragen hat, ein Publikum. Es gibt Briefe zum Veranstalter. Es gibt ein Essay hier drin von Tolkien selber, der quasi so ein bisschen die Geschichte und die Hintergründe der Geschichte nochmal erläutert. Da hat man quasi so ein bisschen Hintergrundwissen dazu, das fand ich auch sehr gut. Dann gibt es noch so Sachen wie so ein Personenregister und so ein Zeitablauf, die Tolkien sich selber geschrieben hat für die Geschichte. Also er hat sehr viel, ja, also sich Gedanken darüber gemacht, was er hier geschrieben hat. Ein Nachwort von, keine Ahnung wen, der auch noch was dazu gesagt hat. Und ganz hinten sind auch noch Original-Manuskriptseiten abgedruckt von Tolkien selber. Also er hat die halbe Geschichte sozusagen auf Schreibmaschine geschrieben und die andere Hälfte handschriftlich. Und die sind teilweise hier abgedruckt, also soweit man sie halt gefunden hat. Und auch nochmal sozusagen, ja, über, ja, nicht übersetzt, also abgeschrieben, also nochmal halt in gedruckter Form nochmal daneben, damit man das quasi lesen kann. Also die Schreibmaschinenseiten konnte man eigentlich tatsächlich gut lesen, die handschriftlichen weniger. Vor allen Dingen, das ist so ein bisschen ein Nachteil dieses Formates, das ist ja ein sehr kleines Büchlein. Also das hier ist ein normales Taschenbuch, ne? Also es ist also noch kleiner als ein normales Taschenbuch, was auch nicht riesig ist. Und dann sind halt die abgedruckten Manuskriptseiten nochmal kleiner, also das ist schon sehr putzig. Und ganz am Ende ist auch noch so ein ja, Glossar sozusagen, wo auch noch verschiedene Begriffe und Namen etc., die halt irgendwie vorkommen, nochmal erläutert werden. Und das fand ich teilweise auch sehr gut. Also man kriegt hier sehr, sehr viel Info über Tolkien, die Zeit, in der die Geschichte geschrieben wurde, wie diese Geschichte geschrieben wurde, was sich Tolkien dabei gedacht hat, wie es ganz zustande kam. Ja, also das kriegt man hier alles vermittelt. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Buch für Tolkien-Fans, die halt auch mehr als nur diese Geschichte haben möchten, sondern auch noch Hintergrundwissen dazu. Was ich sehr schön fand, also ich habe tatsächlich bislang noch keine Biografie oder so über Tolkien selber gelesen. Deswegen fand ich den Einblick hier halt auch trotzdem echt nicht schlecht. Also mir hat das erstaunlich gut gefallen. Für Tolkien-Fans kann ich das empfehlen. Ja, kommen wir schon zu den schon zu den zwei letzten Büchern. Und zwar habe ich auch noch dieses schöne Buch hier gelesen. ja, mal wieder ein Klassiker, und zwar Heidi von Johanna Spyri. In dieser schönen Barnes and Nobles Leatherbound Children Classics Edition. Und ich fand den Band halt geil. Also es ist halt schön mit goldenem Buchschnitt und Lesebändchen. Und ja, da ist quasi die Geschichte natürlich in Englisch drin. Also das, glaube ich, ist ursprünglich in Deutsch geschrieben. Spielt auch in, teilweise in Deutschland. Also spielt so in den Alpen, Schrägstrich in Frankfurt sogar. Was auch durch ein paar deutsche Begriffe hier drin echt irgendwie echt lustig sind. Naja, auf jeden Fall geht es halt um die kleine Heidi, die ja, als Waise sozusagen zu ihrem Großvater gebracht wird von einer Verwandten und da sozusagen in, ja, ab Alter 5 Jahre oder 4 Jahre oder sowas sozusagen ein paar Jahre bei ihm aufwächst. Und der lebt halt auf so einer Alm in den Bergen und hat so zwei Ziegen und ist halt sehr naturverbunden. Ja, also das ist ein sehr. Also es ist ein Kinderbuch, ist wirklich kindlich geschrieben. Es geht viel um die Alpen, um die Natur. Es wird auch viel die Natur beschrieben. Um die Ziegen, um die Charaktere in diesem Dorf. Also es gibt da noch Peter, der halt die Ziegen hütet, seine Familie, also seine Großmutter, seine Mutter. Ja, und später wird Heidi auch sozusagen in die Stadt übergesiedelt zu einer Familie. Und die Familie hat auch noch eine kleine Tochter. Clara, die halt gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Ja, also all diese Personen lernen wir halt kennen und diese Orte, also Frankfurt im Vergleich zu halt zu den Bergen. Und ja, also die Geschichte ist wahrscheinlich ungefähr jedem bekannt durch irgendwelche Filme oder Serien oder so. Also ich kannte die auch schon komplett. Aber jetzt frage ich mich nicht mehr, welche Filme ich davon gesehen habe, keine Ahnung. Also das ist jetzt nichts
mega Überraschendes bei. Ja, es ist halt ganz knuffig geschrieben. Am Ende wird es so ein bisschen religiöser, also da wird dann halt viel auf Gott und Beten und keine Ahnung was weggelegt. Das fand ich nicht mehr so gut, das hat mich so ein bisschen gestört. Aber ja, der Zeit geschuldet, in der das sozusagen spielt, passte es noch. Also es ging ja jetzt nicht völlig auf den Keks, aber ja, es war halt auch nicht so meins. Also es wird nicht mein Lieblingskinderbuch, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem ein sehr knuffiges Kinderbuch. Und ich, das kommt mal auf Englisch, kann man das auch sehr gut lesen. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen aussieht. Ja, es war jetzt nicht so schwierig. Da sind auch bunte Illustrationen so zwischendurch drin. Und schwarz-weiße Illustrationen. Apropos Illustration. Ich habe es auch geschafft. The Marvels von Brian Selznick auszulesen. Das hatte ich ja schon letztes Jahr angefangen. Und zwar unter anderem deshalb, weil es hat ein paar hundert Seiten. Ich glaube insgesamt 600, 700. Irgendwas über 650 Seiten. Ja, der gute Brian Selznick hat seine Bücher immer so aufgeteilt, dass quasi die Hälfte mindestens Illustrationen sind und die andere Hälfte nur Text. Und hier ist das ziemlich stark aufgeteilt gewesen. Also hier waren tatsächlich die ersten 300 Seiten reine Illustrationen. Und das waren auch ungefähr die, die ich da gelesen hatte. Also die ich mir angeguckt habe letztes Jahr. Und danach kam halt nochmal irgendwie 300 Seiten Text. Und das war halt das, was ich dann jetzt endlich gelesen habe. Ja, aber die, ja, die Zeichnung finde ich sehr gut. Das hat immer so eine Art Daumenkino-Charakter. Also man sieht quasi immer einen Überblick über eine Szene und auf den nächstfolgenden Seiten wird man halt auch so rangezoomt, indem man immer kleinere Ausschnitte sieht oder weggezoomt und so. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also es hat so ein bisschen, ja, wie so Film, also wie man so verschiedene, ja, Bilder in so einem, zum Beispiel einen Zeichentrickfilm oder so halt hintereinander weg hat. Also es fühlt sich an so wie ein Film. Und ja, das hat er wirklich sehr gut drauf. Also er kann auch sehr gut die Geschichte mit erzählen damit. Ja, also ich fand das sehr fantasievoll. Also es hat auch so ein bisschen Märchencharakter, wie ich finde. Es hat aber auch sehr ernste Unterthemen. Also das ist tatsächlich nicht so ein mega fröhliches Buch. Also das Hugo Cabré war ja auch teilweise ein bisschen düsterer. Also die Charaktere, die halt so ein bisschen diese märchenhaften Erfahrungen machen, haben teilweise sehr schwere Schicksalsschläge hinter sich. Und ja, es hat mich ein bisschen deprimiert, ehrlich gesagt. Also ich mag diese Aufmachung, diese Bilder und diesen Schreibstil sehr gut, aber die Geschichte war echt ein bisschen deprimiert. Ach ja, also ja, eine schöne, aber traurige Geschichte irgendwo, aber auch sehr, sehr schön aufgemacht. Ich glaube, es hat 4 Sterne auch von mir gekriegt. Also meine. Was hat überhaupt 3 Sterne von mir gekriegt? Ich hab schon geguckt. Achso, 3 Sterne Bücher waren tatsächlich Lamento und The Demon in the Wood, also die Kurzgeschichte aus dem Grisha-Universum. Und Lamento, das waren meine 3 Sterne Bücher, der Rest hat bis 4 Sterne bekommen, beziehungsweise 5 Sterne. Und ich muss sagen, das war ein mega erfolgreicher Lesemonat für mich. Ich habe schon 2 Bücher von meiner 19 für 2019 Liste abgearbeitet. Und ich habe ein Königskinder Verlag Buch gelesen, ich habe einen Klassiker gelesen. Ich habe einige, ja, Jugend-Fantasy-Highlights gelesen, also mit Elias und Laia und Das Lied der Krähen. Also, das sind wirklich schon Top-Bücher aus dem Genre. Und ich bin eigentlich schon ein bisschen traurig, dass ich so lange damit gewartet habe. Aber bei Elias und Laia habe ich zumindest die Ausrede, dass ich ja jetzt schon so lange gewartet habe, denn mindestens 3 Bände schon erschienen sind, weil das ist ja noch nicht abgeschlossen. Also, der 4. Band erscheint vielleicht 2020, also von jetzt an noch über ein Jahr weg. Und ja, damit ich nicht immer so viel Zeit zwischen den Bänden habe, habe ich das tatsächlich jetzt absichtlich aufgehoben, sozusagen. Und bin jetzt aber sehr glücklich, dass ich das gelesen habe. Und das Lied der Krähen ist ja jetzt auch abgeschlossen. Das kann ich also auch den 2. Band ja, mir durchlesen. Und je nachdem, wie es mir gefällt, kann ich tatsächlich auch mit einer weiteren Reihe dann weitermachen, weil das Grisha-Universum kriegt ja eine weitere Reihe, die Lieber Dugo schreibt. Und zwar
King of Scars oder so. Das soll dann um Nikolai gehen. Jo. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Das werde ich auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Ja, das war mein Lesemonat Januar. Der war jetzt auch ganz schön lang. Aber ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr die Bücher fandet, falls ihr die schon gelesen habt. Wie euer Einstieg ins neue Jahr lesetechnisch war, was ihr so an Highlights schon gelesen habt diesen Monat. Genau, und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.